Ja, ich muss auch kurz hören. Hallo und herzlich willkommen auf Dynamites Live. Entschuldigt mein total zerzaustes Aussehen. Ich bin gerade erst aufgestanden und wollte den Vlog für euch schneiden. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich in der alten Wohnung noch eine Roomtour gedreht hatte. Und diese Datei, also dieses Video, sollte eigentlich in den letzten Vlog reingeschnitten werden. Wäre das aber drin gewesen, wäre das Video viel zu lang gewesen, dann dachte ich mir, komm, dann machst du daraus nochmal ein separates Video. Und dann dachte ich mir, dann haue ich das Ganze einfach heute raus. Und wir haben uns gesagt, wenn dieses Video innerhalb von 24 Stunden 4000 Daumen nach oben bekommt, dann setzen wir uns sofort morgen dran und drehen die Roomtour für euch. Und wenn ihr schon morgen Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr das Video natürlich auch ganz fleißig kommentieren. Und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr, sehr viel Spaß bei der Roomtour. Hallo, herzlich willkommen in meiner Nachtwohnung. Weiß nicht mehr. Ja, wir haben heute fleißig geputzt. Die Mädels, die mir geholfen haben, sind natürlich hinter der Kamera, weil die wollen nicht. Keine Ahnung. Wir sind jetzt im Flur. Kommt rein. Hallo. So, wir sind im Flur angekommen. Ich habe schon mal eine Roomtour gemacht, als es hier alles voll war. Verlinke ich euch in der Infobox, glaube ich, sogar dreiteilig. Ja, Flur ist leer. Ich heule gleich bestimmt. Und das hier ist das Badezimmer, was ich immer total schön fand, weil wegen diesem Ding hier, der Badewanne. Und wenn ich habe was komplett Besonderes, hat nicht jeder. Ja, also wenn einer von euch die Wohnung haben möchte, falls die Wohnung schon online sollte, verlinkt in der Infobox, falls nicht, dann kommt es in den nächsten Videos, verlinke ich dann. So, dann drehen wir uns jetzt mal und jetzt sind wir hier in meinem ehemaligen Schlafgemach. Schön, oder? Ihr könnt ruhig was sagen, Mädels, ihr seid auch da. Das hier nehme ich mit, das ist nämlich eine Glasplatte. Die benötige ich auch für unser Schlafzimmer. Schminktisch, Kommode. Ja, und hier habe ich 2 Jahre lang geschlafen. Nicht immer gut, aber hab's versucht, gut zu schlafen. Romina? Ja, du musst auch kurz hören. ja, wenn man da durchgeht durch den Flur, bekommen wir das hier zu sehen. Meine wundervolle Küche. Mega groß, finde ich eigentlich, für eine Küche. Wir haben hier alles neu foliert, Daniel und ich. Also eigentlich haben die ganzen Schränke bzw. die Fronten verschiedene Farben. Jetzt aber nicht mehr, wir haben das jetzt alles poliert und jetzt ist alles schön weiß, bis auf dieser Apothekerschrank hier. Der ist nicht weiß. Aber schön. Und wenn man jetzt hier weitergeht, sieht man zuerst Becher trinken und unsere Sachen, die wir hier noch hingestellt haben. Und das ist das Schmuckstück der Wohnung. Eigentlich bin ich total traurig, dass ich diese abgeben muss, aber wir haben ja bereits eine voreingerichtete Wohnung, deswegen lohnt sich das leider nicht. Deswegen versuche ich auch das an den Nachmieter weiterzugeben. Und das ist außerdem eine, wie habe ich es genannt? Nein, das nenne ich jetzt lieber nicht. Das ist eine Wohnlandschaft. Mega, mega groß. Man kann sich da richtig breit machen. Also man kann sich da so hinlegen und so. Ja, richtig gemütlich vor allem auch. Dieser IKEA-Couchtisch kennt natürlich jeder. Und diese Lampe, die werde ich wohl auch hier drin lassen, weil wir schon überall bei uns Lampen haben. Und wenn man hier hinkommt, dann muss ich gleich die Story zu erzählen, glaube ich, ist der TV-Tisch, wo mal ein Fernseher draufstand, ist aber nicht mehr. Und hier, die Heizungen. Könnt ihr das hier sehen? Das ist jetzt tatsächlich ein Zebrastreifen, weil die Frau hinter der Kamera und ich haben uns an Karneval als Zebras verkleidet und irgendwie wird unser Outfit nass, sodass wir das auf die Heizung legen wollten, um das Ganze trocknen zu lassen. Ja, und irgendwie ist es abgefärbt, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt da einen Zebrastreifen, ist auch egal. Hier diesen wunderschönen Klebenbaum, das ist ein so Wandtattoos. Den habe ich aus dem Ikea, fand ich total schön, passt auch farblich zu den anderen Dingen, die hier drin standen. Und diese ganzen Blätter habe ich einzeln ausgeschnitten und aufgeklebt. Wisst ihr, was das für eine Arbeit war? Könnt ihr euch vorstellen, ne? Ja. So, und jetzt gehen wir mal hoch. Hier sind wunderschöne Treppen. Ich hoffe, du kriegst das jetzt hin mit der Kamera. Ja, wir werden es ja sehen, ne? Ja, das sind so Spartreppen, nennt sich das. Und dann geht's nach oben. Ich hoffe, du kriegst das hin. Ja, ja. Dass du dich jetzt hinlegst. Ich hoffe, du bist gut versichert. Also von dort unten sind wir jetzt gekommen, wie man sehen kann. Und hier halt es jetzt auch sehr, weil hier
tja, so gut wie nichts mehr drin steht. Das hier war schon drin, das ist so, oh, das ist cool. Das hier war schon drin, das hier war meine Büroecke, aber das war halt auch schon vorher drin. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen, das ist ja halt oben. Nein, ich finde es immer echt cool, wenn man hier noch sich sein Büro einrichten konnte und wie auch immer. Und wenn wir das mal machen dürfen, sind wir, können wir was sehen? Im begehbaren Kleinerzimmer. Ich habe hier diese zwei Stangen, die ich auch gerne hier lassen würde. Einfach weil ich auch bei uns zu Hause keinen Familienkörper habe und auch diese Kommode. Das heißt also jetzt tatsächlich, wenn du Interesse hast, nach Köln zu ziehen oder in Köln, bereits in Köln wohnst und eine neue Wohnung suchst, werde ich, ich glaube nicht, dass ich, wenn dieses Video online ist, tatsächlich schon den Link haben werde. Aber allerspätestens nächste Woche kann ich dir den Link unter die Infobox setzen und dann kannst du, wenn du möchtest, die Wohnung mal angucken. Und sie ist auch sehr, sehr günstig für Kölner Verhältnisse, muss man sagen. Eine Sache noch, die ich total vergessen habe, euch zu erzählen, beziehungsweise die ich euch falsch erzählt hatte. Ich bin ja am Samstag mit Daniel gemeinsam auf der Einstiegsmesse in Köln. Ich kann euch die Homepage nochmal unten in die Infobox verlinken. Ich und Daniel werden ja dort sein, um unter anderem Autogramme zu geben. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr auch kommen würdet. Alle Leute, die aus Köln und Umgebung kommen, kommt gerne vorbei. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, weiter anreisen. Aber das ist natürlich ganz euch überlassen. Ich hatte euch gesagt, dass der Eintritt 5 Euro kostet. Das stimmt nicht, denn der Eintritt ist komplett kostenfrei. Das heißt, alle, die uns gerne treffen möchten, am 5.11. in Köln in den Messehallen bei der Einstiegsmesse Berufe Live Köln, kommt einfach vorbei. Die Messe ist tatsächlich kostenlos und das heißt, es ist natürlich noch cooler, als Eintritt zu bezahlen, weil es ja kostenlos ist. Und ich weiß, ich habe die Augenringe des Todes und ich sehe total komisch aus, aber ich musste das jetzt gesagt haben. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. In der Endcard habt ihr die Möglichkeit, uns zu abonnieren und euch ein richtig cooles Video anzugucken, welches ich euch auch noch zusätzlich verlinke. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im morgigen Vlog wieder um 18 Uhr. Bis dann. Tschüss.